Das Herbizid soll in die Vegetationsruhe gespritzt werden, also so spät wie möglich. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Feuchtigkeit ist auch gegeben. Also haben wir hier eine gute Chance, dass wir auf Jahre den Ackerfuchsschwanz gut in Schach halten können. Bei einem Boden, wo man jeden Schritt ein bisschen größer wird. Das ist echt krass, das werdet ihr nicht so richtig erkennen. Aber man sieht hier noch leicht die Spuren, so schräg wie wir mit dem Magnum gearbeitet haben. Also dieser Tonboden, der ist echt nicht ganz ohne. So sollte das eigentlich aussehen im Raps zurzeit. Ich bin jetzt auf einem anderen Standort. Immer noch mit der Spritze unterwegs. Ja, moin Leute. Heute mal nicht mit Sören oder Tim, sondern mit mir, dem Ackerbauern. Wir sind hier auf der Rapsfläche mit der Spritze unterwegs. Hier ist große Saisonfinale, nochmal eine Behandlung gegen Gräser zum Resistenzmanagement. Und wir sind auf den Flächen, wo wir mit dem Magnum und dem Cruiser unterwegs waren. Und da kamen immer wieder Fragen, wie ist es hier eigentlich weitergegangen? Sören hat das ja so ein bisschen erzählt, dass wir hier eigentlich mit unserem großen Grubber rein wollten dann und dann Raps bestellen. Also wir haben hier am 8. August den Weizen gedroschen, dann waren wir glaube am 11. oder 12. August mit dem Magnum hier drauf. Dann wollte ich eigentlich zeitnah den Raps bestellen, das hat aber leider nicht so richtig geklappt. Ich habe hier Gärreste untergebracht und auf die mussten wir warten. Dann sind uns 50 Liter Regen dazwischen gekommen. Das erkennt man hier und hier auch so ein bisschen. Das sind die Spuren vom Streuer. Denn wir sind hier auf einem etwas spezielleren Boden unterwegs. Gut, wie es gelaufen ist, erzähle ich euch gleich nochmal von drinnen während der Fahrt. Erstmal kurz zur Technik. Mit einem 695R stufenlos und einer Horsch-Lebspritze 36 Meter, 7000 Liter. Steht alles auf 650, 85er Rädern und wir fahren zurzeit mit 0,8 Bar. Also selbst, dass es hier so nass ist, ihr seht das so ein bisschen, machen wir keine nennenswerten Spuren. Und das bei einem Boden, wo man jeden Schritt ein bisschen größer wird. So, hier sieht es im Moment sehr sauber aus. Kein Gras da an dieser Stelle. Vereinzelt hat man mal was gefunden. Aber die Maßnahme dient dem Resistenzmanagement. Und da werde ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ihr seht das hier so ein bisschen Richtung Horizont. Stehen hier in der Tonecke. Also hier hatte der Magnum schon echt gut zu tun. Da oben wird es ein bisschen anders, da ist ein bisschen größer. Die Abläufe erzähle ich auch gleich nochmal von drinnen. Da sind wir, weil es so nass war, der große Grubber hat eine schwere Kreckerwalze drin. Damit hätten wir hier mehr Strukturschäden gemacht bei der Feuchtigkeit, als dass wir was gut gemacht hätten. Deshalb ist hier der Terrano gelaufen, den ihr aus den Videos vom letzten Jahr kennt. Der hat dabei 5 cm Schmalschare drauf gehabt. Wir haben ungefähr 15 cm tief gearbeitet. Und darunter hätten wir noch mehr Ton hochgearbeitet. Das wollte ich nicht. Und dann haben wir den Großteil der Flächen so belassen. Ein Teil haben wir, das erkennt man da hinten vielleicht so ein bisschen, habe ich mit einem Federzinkengrubber nochmal nachgearbeitet. Das hat aber nicht so richtig zum gewünschten Ergebnis geführt. Also ist hier nur einmal der Cruiser gelaufen, 5, 6 cm tief, dann 15 tief der Terrano und den Rest hat die Pronto gemacht. Und wir sind hier erst am 3. September zum Bestellen gekommen. Und das ist für so einen Standort natürlich viel zu spät. Und deswegen sieht der Raps hier auch stellenweise ein bisschen schlecht aus. Aber man kann ja nicht immer nur das Gute zeigen, man muss ja auch das Schlechte zeigen. Und das ist halt dieses Jahr mal richtig schief gelaufen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier Ende November. Ihr seht das an den Vorderrädern und an den Kotflügeln.
schon sehr kritisch oder sehr, sehr grenzwertig hier. Aber mit der großen Bereifung läuft das eigentlich sehr gut. Das Herbizid soll in die Vegetationsruhe gespritzt werden, also so spät wie möglich. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Feuchtigkeit ist auch gegeben. Also haben wir hier eine gute Chance, dass wir auf Jahre den Ackerfuchsschwanz gut in Schach halten können. So, was soll ich euch noch erzählen? Die Spritze ist eine normale Horsch 7 GS, 36 Meter, noch mit dem Müller-Jobrechner drauf, deswegen sieht das hier so aus. Einige werden das ein bisschen anders kennen, ist aber noch eine mit Müller-Rechner. Ja. Steuerung komplett über das Isobus-Terminal, Autotrack läuft da auch drüber, Teilbreitensteuerung, Autotrack. Also eigentlich alles ziemlich normal. Ich bin jetzt diesmal außenrum zuerst gefahren. Nicht so, Strucki wird wieder mit mir schimpfen. Aber mir sind meine Feldgrenzen hier abhanden gekommen und ich habe den RTK-Pilz auch nicht drauf. Deswegen ist mir das so rum sicherer gewesen, weil das muss man dem Amt ja auch erstmal erklären, wenn man dann sagt, ja, der GPS-Empfänger hat aber gesagt, bis da und dahin darf ich spritzen. Deswegen habe ich das außenrum lieber zuerst gemacht. Obwohl das natürlich mit den Spuren jetzt schöner wäre, wenn man zuerst die Fläche machen würde und würde dann außenrum fahren. Ja, ihr seht das hier so ein bisschen mit den Bodenunterschieden. Da hinten ist ein bisschen Mäuseschaden gewesen. Und halt hinter dieser leichten Kuppe wird es nochmal toniger. Und hier oben das Plateau ist aus schierem Sand. Da sieht der Raps natürlich sehr gut aus. Auf dem Sand kann der Raps das dann gut kompensieren. Aber für den Ton waren wir einfach zu spät. Wenn der Oktober richtig schön warm gewesen wäre, wäre es vielleicht gut gegangen. So ist es, so wie es ist. Dann werden wir den im Frühjahr ein bisschen verhalten düngen und dann gucken, was bei der Ernte dabei rauskommt. Nach der Schlacht werden die Toten gezählt und vielleicht regnet es ja ausnahmsweise mal ein bisschen passig, dass wir da mit relativ wenig Input doch zu einem guten Ergebnis kommen. Wir haben es vorhin draußen schon gesehen, so viel Grasbedruck ist jetzt noch nicht da, aber es lag sehr klutig und die Kluten fallen jetzt über den Winter erst auseinander und dann wächst wieder Gras auf und dann kriegt dieses Herbizid das Gras trotzdem tot. Außerdem bauen wir ja nicht jedes Jahr Raps an, also müssen wir das auch über die Fruchtfolge sehen, dass wir da über mehrere Jahre. Wir machen das jetzt nicht nur für ein Jahr, wir machen das für mehrere Jahre. Vor allem auch für den Weizen nächstes Jahr mit, da auf dem Standort hier auch Resistenzen schon ein Thema sind. Wenn Fragen oder so sind, müsst ihr die mal in die Kommentare hauen, dann werde ich das mit Sören irgendwann mal aufarbeiten. Ich weiß noch nicht genau, wann das Video rauskommen wird. Das ist ja auch bei uns immer so ein bisschen mit der Zeit begrenzend. Wann wir dazu kommen, das Material auszutauschen und die Videos zu schneiden. Ja, Drohnenaufnahmen werde ich euch heute keine machen, weil beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln muss ich mich da ein bisschen drauf konzentrieren. Das kann ich mal machen, wenn ich einen zweiten Mann dabei habe. Dann kann ich euch von dem ganzen Gespann hier auch mal Drohnenaufnahmen machen. Ist echt krass, das werdet ihr nicht so richtig erkennen. Aber man sieht hier noch leicht die Spuren so schräg, wie wir mit dem Magnum gearbeitet haben. Also dieser Tonboden, der ist echt nicht ganz ohne. Jetzt werden viele sagen, ja komm, das sieht ja alles noch so gut aus, das ist gar nicht so ein steifer Ton.
Ist es nicht. In den Marschen haben sie steiferen Ton, aber da rangieren sie auch irgendwo kurz vor 1000 mm Jahresniederschlag und mit so viel Wasser kann man vieles besser ertragen. Wir haben hier vor 2 Jahren Zuckerrüben gehabt. Die haben von der Aussaat bis zur Ernte sage und schreibe 10 mm Regen gesehen. Natürlich hatten die keinen guten Ertrag, aber sie sind gewachsen. Das kann man natürlich nur machen, wenn man da mit ein bisschen Feingefühl rangeht. Ja Leute, vielen Dank. Wie gesagt, ihr wisst jetzt Bescheid, mit dem, weil die Fragen kamen, was hier auf den Flächen noch passiert ist. Wir haben es einmal noch gegrubbert mit dem Terrano und Schmalschan, weil es so nass war, nicht mit dem großen Grubber und der Packerwalze. Dann haben wir Raps gedrillt. Für die Landwirte unter euch sind 50 Körner gedrillt worden, was Anfang September ja schon knapp ist. Aber ich habe, wie gesagt, so ein bisschen darauf gehofft, dass der Oktober das ausgleicht. eventuell fahren wir hier im Frühjahr auch mit dem Sensor rein und streuen nur da Dünger hin, wo es auch wirklich was bringt. Mal schauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Freue mich auf Likes und Kommentare, würde Sören jetzt wieder sagen. Und ja, wünsche euch eine ruhige Winterzeit und viel Spaß beim Videos gucken. Macht's gut! Moin Leute, nochmal ein kleiner Nachtrag. So sollte das eigentlich aussehen im Raps zurzeit. Ich bin jetzt auf einem anderen Standort. Immer noch mit der Spritze unterwegs. So, den haben wir auch Gärreste gegeben. Da haben wir den großen Grubber genommen, haben ihn gedrillt und vor allem eine Woche her. Der hat die 50 Liter Regen hinterher gekriegt und das war mehr als optimal. So, hier oben wird er ein bisschen schlechter. Wenn ich das schaffe, kann ich Sören ja nochmal eine Biomassekarte von der Fläche zuschicken, dann kann er die hier mit reinpacken. So, dann nehme ich euch nochmal eine Runde mit, dann könnt ihr euch das nochmal angucken hier.